Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, Henne, und würde mich freuen, wenn ihr mal einen schönen Abonnenten da lässt und auch einen schönen Daumen hoch für das Video. Wenn ihr oben auf meine Facebook-Seite gehen würdet oder wollt, dann könnt ihr das gerne tun, denn ich bin für euch erstmal da und da kriegt ihr auch, wenn ihr auf den Link mit dem Facebook-Zeichen geht, findet ihr, kommt ihr sofort auf meine Facebook-Seite, weil da kriegt ihr auch die News, die man so auf meinem YouTube-Kanal nicht kriegt. Und aber auch die Instagram-Seite ist nicht mehr aktiv. Nicht mehr so bei mir. Ich bin eher jetzt nur auf Facebook und auf YouTube unterwegs. Heute geht es nämlich um eine Runde Fortnite. Und normalerweise spiele ich auch nicht so viel Fortnite. Das wird nur ein kleines Video geben, bis ich einmal gestorben bin. Weil ich sonst eigentlich nicht so für iOS bin, weil ich komme mit der Steuerung bei iOS nicht so gut klar. Und deswegen werden wir heute eine kleine Runde nur spielen, wo ihr euch hoffentlich freut. Sonst ist das nämlich bei mir immer so gerne abgekackt, dass ich das nie wirklich auf die Kette gekriegt habe, als wir Fortnite gespielt haben. Deswegen, ja, ein bisschen Munition sammeln, aber ohne Waffe. Diese Munition genauso wenig. Deswegen. Oh, ich bin ab und zu bei der Zone. Erstmal heute bei der Zone, weil die ersten beiden Videos gemacht habe. Sehr schlecht. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man sofort stirbt. Ich wusste auch nicht, dass das ein Feind ist. Ach, alle sind ja Feind. Das ist ja wie so ein Error. Über PUBG, dass alle Feinde sind. Oh, das tut mir leid. Ich werde natürlich nicht sofort aufhören mit dem Video. Das wäre auch ein bisschen komisch. Genau. Ich hoffe, dass ich gleich wieder respawnen darf, weil einmal durfte ich ja wieder respawnen. Oder ein paar Mal, ich weiß es nicht so genau, wie das bei Fortnite ist. Und ja, genau. Und ja. Wir werden jetzt hoffentlich langsam mal sterben. Das würde ich jetzt sagen, aber ist halt so. Und jetzt muss ich 84 Sekunden starten, warten, bis sich eine neue Startkarte verlässt. Ah, okay. Ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal diese Spielerin an, die irgendwie, keine Ahnung, gut ist. Ich hätte auch gerne diese Flügel, ich weiß gar nicht, ob man die dafür echt Geld kaufen muss, aber ich denke mal, oh, die hat noch jemanden getötet. Hat auch anscheinend eine sehr gute Waffe. Oha, die hat eine Shotgun. Ja, dann ist auch kein Wunder. Ja, jetzt sind sie natürlich nicht. Das ist wieder so klar. Aber wir werden heute mal eine kleine Runde Fortnite, wie gesagt, spielen und genau. Ich hoffe mal, dass wir jetzt so langsam wieder respawnen dürfen. Weil ich habe keine Ahnung davon, ob man das kann. Und ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Gut, dann gehen wir jetzt einfach nochmal auf Match verlassen. Und gehen sofort auf ein neues Match, damit ihr auch da gucken könnt. Ich glaube nämlich nicht, dass man da wie respawnen konnte. Ich konnte mal respawnen, ich habe keine Ahnung wieso. Deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Und ja, auf jeden Fall werden wir wohl jetzt direkt, wenn das hier geladen hat, wieder aufs Spiel starten gehen. Unten rechts sieht ihr das ja. Und ja, genau. Also es ist halt nur so eine kleine Runde Fortnite, weil normalerweise spiele ich, bin ich wirklich eigentlich der PUBG-Spieler. Ich weiß, es wird sich jetzt ein bisschen scheiße haben für Leute, die gerne Fortnite spielen und so. Ich mag Fortnite, ich habe davon vieles gehört, aber ich zocke es halt auch zum ersten Mal an und deswegen. Eigentlich ist das ganz geil, die Steuerung ist ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl, und der Überblick hier ist auch ein bisschen schwerer als bei PUBG, und eigentlich vergleiche ich sowas auch nicht, aber naja, auf jeden Fall kriegen wir das irgendwie alles schon irgendwie gebacken und auch irgendwie hin, dass man zusammen hier eine gute Runde Fortnite noch hinkriegen, bevor ich gleich wieder sterbe, weil das war ein bisschen dumm. Aber jetzt weiß ich ja, dass es keine Freunde gibt, also nicht über Team. Ich dachte, ich bin voll auf Team Deathmatch gewesen, keine Ahnung wieso. Das ist ja wahrscheinlich da mein Problem, aber naja.
Ja, ich bin ein bisschen erkältet und deswegen kann es sein, dass man unter anderem mal vielleicht von mir ein Hatschi oder so hört. Aber ich hoffe, das ist hier für euch nicht so schlimm. Lasst, wie gesagt, mal auch einen Daumen hoch, wenn euch hier ein bisschen Fortnite gefällt, weil ich spiele nämlich zurzeit auf dem iPhone 7. Und deswegen, für iOS könnt ihr, wie gesagt, das auch spielen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. iOS könnt ihr unter Epic Games gehen. Für Android könnt ihr es auch spielen. Ihr müsst einfach nur unter Epic Games gehen. Und da könnt ihr das dann ungefähr auch machen. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt auch kriege hier. Alter, ist das hier eigentlich ein Metze? Ach, wir sind ja hier noch in der. Ja, wir sind hier nicht in der Lobby, oder? Doch, wir sind hier sogar in der Lobby. Glaube ich. Weil so viele Spieler hier auf einen Haufen. Ist gar nicht möglich. Ach, eine Schlacht startet in 5 Sekunden. So, deswegen. Sorry, Leute. Ein bisschen erkältet, wie gesagt, und genau, um mal zurückzukommen, ihr geht einfach auf Epic Games, gibt das mal unter www.epicgames im Internet ein, dann könnt ihr da euch anmelden und dann kriegt ihr auch Fortnite für iOS. Leider geht das nur, wie gesagt, schon für das Galaxy S7. Alles, was unter das Galaxy S7 ist, geht das Spiel nicht, deswegen für Leute, die das jetzt nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Nein, Spaß. iOS komme ich, bin ich halt noch nicht so gut drin, weil ich habe das nie wirklich richtig gut gespielt. Ich bin halt eher für Android vorher gewesen und ja, ich habe so viele Android-Games auch gespielt. Jetzt probiere ich mich mal mit dem guten alten iOS aus für Apple. Und Schleichwerbung mache ich eigentlich nicht so gerne, aber iOS ist eigentlich gar nicht so schlecht so, aber es, ich bin auch eher mittlerweile ein bisschen mehr für Apple. Weil ich halt bei iOS immer bei Android immer was gehabt habe, dass da nur diese Pro-Gamer drin sind. Genau, und deswegen bin ich da jetzt auch eigentlich eher für Fortnite geworden. Und Fortnite ist halt ein super Game auch für Leute, die Spaß dran haben. Und Tür auf, vielleicht für jede schöne Waffe. Und wir haben es geschafft. Wieso ich auch von hier aus immer. So. Jetzt habe ich auch eine schöne kleine Kanone. Ach du Scheiße. Gut, die Steuerung, weil ich hatte es ein bisschen schwitzig, deswegen. Wir laufen jetzt mal weiter, bis wir einen Gegner haben. Und ich bin wieder nicht in der Zone, deshalb ich dachte vielleicht, dass ich in der Zone wäre. Aber da bin ich ja mal wieder nicht. Wie man sieht, nämlich da hinten auf der Karte, wo dieser weiße Strich ist, da muss ich jetzt hin. Da laufe ich jetzt auch hin. Aber ich wollte halt erst eine Waffe haben, weil ich halt auch nicht weiß, ob ich das wirklich. Oh, ich bin schon fast in der Zone. Ob ich das wirklich so gut kann mit der Zone und. Ja, so ein bisschen halb der Zone ist das so ein bisschen wie bei PUBG und deswegen. Also es tut mir leid, ich vergleiche immer sehr viel mit PUBG, was Fortnite angeht, weil. Ach, es macht eigentlich keinen Unterschied, nur weil Fortnite ist halt auch mehr für Kinder, deshalb ist das ja ab 16 auch, so wie ich das gehört habe. Ich habe noch nicht auf der Altersgrenze geguckt, aber auf jeden Fall ist Fortnite. Ab 16 ist es auch Fortnite Mobil hier. Das ist nicht die Konsole. Und deswegen nicht wundern, ne, wenn ich mal für Handy das nicht so gut kann. Weil für Handy ist das nämlich natürlich eine schwere Einstellung halt auch, ne? Also der hast halt keinen Controller und so. Deshalb ist das für Handy auch immer so schwer, finde ich. Ja, wir laufen jetzt einfach mal durch die schöne Party Pampa und zu gucken, ob wir hier unter anderem mal einen schönen Gegner finden, den wir mal so eben umbringen können. Deswegen laufen wir jetzt hier einfach mal durch die Pampa. Wie gesagt, bis ich sterbe und dann mache ich leider wieder Schluss.
Und dann sehe ich mich beim nächsten Mal. Wenn sie wieder heißt. Henne ist am Start. Und ja. Oh Mann, das ist jetzt eigentlich so eine Riesenstadt. Und deshalb gehe ich da jetzt auch hin. Um zu gucken, ob ich da einen Gegner finde. Um zu töten. Warum ich schon wieder ein bisschen am Bangen bin, habe ich keine Ahnung. Aber das wird sich ja hoffentlich klären. Ja, Mann. Oh, zweier Shotgun. Bis jetzt sehe ich halt noch keinen großen wirklichen Gamer. Man hört Schritte. Ja, Mann, mein erster Kill. Und das ist doch schon mal geil. Anscheinend war der auch nicht so lange unten, aber ich habe meinen ersten Kill, Leute. Warum auch nicht? Mit ihm, man kann mich auch mal einen Kill gönnen hier, ne? Jetzt bin ich auch nicht mehr der Lappen. Wir haben es geschafft für unseren geilen Gamer. Ich weiß, ich rede von Bullshit hier gerade. Kann ich halt auch nicht so viel. Ich muss mich halt mehr auf Spiele konzentrieren. Also, ich konzentriere mich sehr viel auf Spiele, wenn ich ein Spiel anzocke für euch. Und deswegen, ja. Also, wie das aussieht, höre ich mal wieder nichts. Keine Schritte, kein gar nichts. Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Camping-Dings. Da gehen wir jetzt einfach mal hin, um zu gucken, ob ich da wieder einen schönen Diener töten kann. Weil er aus wie so eine Party-Lounge. Gut, meine Freunde. Ja, Mann. Oha, die Waffe sieht nice aus. Ja, ich weiß, ich backe schon wieder. So, meine Freunde. Oh. Ja, Mann. Nice. Oh, warte, da war ein anderer Gegner. Wie man oben auf der Karte erkennt. Ich steige wieder auf. So, meine Freunde.
Ist aber eine scheiß Steuerung hier, ey. Verstehe ich gar nicht. Am Backen der Scheiß. Alter. Ey, das ist eine Scheiße hier, ey. Tut mir leid, dass ich gerade so ausraste, aber die ist total am Bang hier. Ja, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, man sieht sich, ne? Haut da rein. Tschüss.